Nur noch 6 Tage bis zur Fortnite Season 2 in Chapter 4. Das Riftgate-Projekt wird einen riesen Riss in den Himmel jagen. Fortnite Season 2 Thema geleakt und vieles mehr erwartet uns in der Season 2. Ich wünsche euch mit diesem schönen Video viel Spaß und let's go. Hi Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu wieder einem kleinen schönen Video. Heute gibt's wieder einen schönen Energy. Auf den habe ich richtig Bock. Ich habe auf diesem Kanal schon einige Booster Energy Drinks getestet. Aber ihr müsst wissen, noch nicht diese Sorte, sonst würde ich den jetzt nicht testen. Denn es gibt viele Booster Geschmäcke, die ich sehr, sehr mag. Die letzten, so Zitrus und so oder hier dieses Blaubeere, kann man trinken. Aber nach 2-3 Dosen wird's dann für mich, für meinen Geschmack, nicht mehr so geil. Aber eine weitere Sorte, die ich neu gesehen habe, die ich davor noch nie gesehen habe, ist der Booster Eis. Heidelbeer kann ich mir denken, nach was es schmeckt, nach Heidelbeere, aber Eis. Na, ich bin mir ja nicht sicher, dass es vielleicht nach Eiswürfel oder so schmeckt, deswegen habe ich richtig Bock. Ich bin richtig hyped, weil ich finde, das Design sieht so cool aus, ich finde es ganz cool und ich weiß auch nicht, nach was es halt schmecken könnte. Ne, vielleicht nach so Eisbonbons, das ist die einzige Vorstellung, die ich vielleicht habe, aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum, deswegen das Video wird auch gar nicht so lang gehen. Wir werden den mal aufmachen, denn ich werde riechen, dann werde ich es bestimmt wissen. Okay, wünscht mir Glück, let's go. Oh mein Gott, bitte nicht. Das riecht wie... Kennt ihr dieses Mundwasser, dieses Pfefferminz-Mundwasser? Das riecht wie so Pfefferminz-Zeug. Und wenn ich hier zu Eis sehe, bitte ist das nichts mit Pfefferminz. Dann ist das ein richtiger Flop. Ich probiere es jetzt, Leute. Und dann werde ich euch sagen, wie es mir schmeckt. Ja... Ja, was soll ich sagen? Es schmeckt mir nicht. Nee, sorry. Also, wer hat sich denn sowas ausgedacht, ne? Ich möchte ja hier nichts sagen. Ich war voller positiven Dinge. Ich möchte hier auch nichts sagen. Aber, wer tut sich denn einen Energy Drink ausdenken, der nach Pfefferminz-Mundwasser schmeckt? Es ist doch scheiße. Meine Güte, ich hatte richtig Bock auf das Ding. Aber ich kann es nicht trinken. Riechen geht noch, aber... Es schmeckt nach Pfefferminze und leichten originalen Energy. Es schmeckt so nach eiskalter Pfefferminze, nach Mundwasser. Ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall nicht meins. So nach Pfefferminze, ich weiß nicht, jetzt geht das Video, die Aufnahme 2,5 Minuten. Dennoch werde ich das natürlich veröffentlichen, damit ihr das seht. Meine Meinung dazu ist, ich werde es auch nochmal erklären, vielleicht wollt ihr es ja nachkaufen. Da ist ein Teil normaler Energy drin, also Original Energy. Aber der Geschmack Eis ist auf jeden Fall Pfefferminz. Bedeutet, es ist auf jeden Fall Pfefferminz. Minze, nach der es schmeckt. Ich finde das bei Energy Drinks überhaupt nicht geil, Pfefferminze. Deswegen fände ich den nicht so gut für meinen Geschmack. Ja, Leute, das ist mit dem Video gewesen. Was ich damit jetzt mache, vielleicht trinkt jemand anders das was gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.